Hallo zusammen. Keiner von uns ist dagegen gewappnet, eine Dummheit zu begehen. Bad baby, bad baby. Es gibt Momente, in denen das Hirn schlichtweg abschaltet und man irgendetwas tut, was man später bitter bereut. Aber die Protagonisten unseres heutigen Videos haben in dieser Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt. Ihr Handeln ist aus Sicht des gesunden Menschenverstands unmöglich zu erklären. Tun wir einfach so, als ob sie diese Fehler gemacht haben, damit wir und die anderen aus ihnen lernen und wir sie niemals wiederholen. Lasst uns loslegen. Viele Schüler meinen, dass sie deswegen keine Lust hätten, Fächer wie Mathe und Physik zu lernen, weil sie sie im späteren Leben nicht benötigen würden. Das ist ein großer Irrtum. Schaut mal, wozu man die Kenntnis des Trägheitsgesetzes braucht. Der Mann im roten PKW beschloss, etwas Gutes zu tun, aber er hat an etwas Wichtiges nicht gedacht, nämlich dass das andere Fahrzeug weiterrollen würde, wenn niemand die Bremse betätigt. Sein Freund versuchte es zu tun, aber ihm ist ein Malheur passiert. Er fiel genau wie ein GTA-Charakter hin. Es war eine peinliche Situation für beide. Außerdem musste die Stoßstange repariert werden. Hoffentlich sind sie nachher schlauer geworden. Sollen wir euch verraten, wie man seinen Job schnell loswerden kann? Indem man sich benimmt wie dieser Kerl. Der 19-jährige Paul Cash hat nicht nur seinen glänzenden Einfall umgesetzt, ein Bad in einem Spülbecken in einem Wendy's Restaurant in Greenville, in dem er arbeitete, zu nehmen, sondern hat das Ganze auch noch gefilmt und das Video auf seinem TikTok-Profil hochgeladen. Der Clip ging viral und irgendwann ist auch sein Vorgesetzter darauf aufmerksam geworden. Paul wurde gefeuert und zog außerdem eine Menge negative Kommentare auf sich. Man muss natürlich bei der Arbeit manchmal Dampf ablassen und Spaß haben, aber doch nicht so. Auf den ersten Blick wirkt diese Pac-Man-Parodie ziemlich lustig, aber wir würden euch nicht empfehlen, sie nachzumachen, wenn ihr mal auf die Idee kommen solltet, eure Freunde zu amüsieren. Erstens wird auf einem Laufband in Sportschuhen oder noch schlimmer barfuß gelaufen, dementsprechend ist es voller Keime. Zweitens läuft man dabei Gefahr zu ersticken und schließlich ist es ein total schräger Zeitvertreib. Wenn eure Eltern euer Zimmer in dem Moment betreten würden, würde es euch schwerfallen, ihnen zu erklären, was ihr gerade tut. Erinnert euch an die größte Dummheit, die ihr jemals aus Langeweile begangen habt und guckt euch diesen Burschen an. Er hat euch bestimmt übertroffen. Im Ernst, was soll der komische Zeitvertreib, den Kopf einer Schaufensterpuppe in die Kapuze zu stecken und so im Kreis Rad zu fahren? Ist es vielleicht eine nachgestellte Szene aus einem Arthouse-Film? Er hätte für diesen Look eine interessante Anwendung finden können, zum Beispiel als Halloween-Verkleidung. Oder er hätte so hinter der Ecke hervorspringen und einen Freund erschrecken können. Aber das war reinste Ideenverschwendung. Mal Hand aufs Herz. Jeder von uns hat schon mal etwas Dummes als Mutprobe getan. Man sprang zum Beispiel über Gräben, lief auf dünnem Eis oder reizte den Nachbarhund. Aber das alles war in unserer Kindheit und zählt deshalb nicht. Darum geht unser Preis in der Kategorie Tapferkeit und Dummheit an den Mann in diesem Video. Was hat er sich dabei gedacht? Mit der Hand zwischen Hammer und Nagel zu fuchteln? Klingt spannend. Wenn er die Wette verloren und sich verletzt hätte, hätte er dem Arzt verraten, unter welchen Umständen es geschah? Ihr kennt sicherlich das Wassermelonen-Experiment, bei dem der Frage nachgegangen wird, wie viele Gummibänder man braucht, um eine Wassermelone zum Explodieren zu bringen. Hört ihr schon eure innere Stimme sagen, dass es eine dumme Idee wäre? Dieser Mann hat aber auf seine innere Stimme nicht gehört. Vielleicht war er sich sicher, dass sein PC stabiler als eine Melone wäre. Oder war es ein Trick, um einen neuen Laptop von den Eltern geschenkt zu bekommen? Auf jeden Fall spannte er so lange immer neue Gummibänder um den Bildschirm, bis er förmlich zerquetscht würde. Wäre es nicht besser gewesen, das Notebook an jemanden zu verschenken, der es wirklich braucht? Die Engländer haben den Spruch Penny klug, Pfund dumm. Es bezieht sich auf die Menschen, die etwas Großes wegen etwas Kleinem riskieren oder opfern. Diese Kerle liefern eine gute Illustration für den Spruch. Ihr Fahrzeug ist zu groß, um durchzufahren, sodass sie das Hindernis umfahren müssen. Aber das passt ihnen nicht. Sie haben eine bessere Idee. Warum Zeit verlieren, wenn man sich des Autodachs entledigen kann? Denkt also an die beiden jedes Mal, wenn ihr an etwas Wichtigem sparen wollt. Elementares logisches Denken bedeutet, dass man weiß, dass eine Handlung zu einem bestimmten Ergebnis führt und dass man in der Lage ist, wenigstens ein paar Schritte im Voraus zu denken. Diesem jungen Mann fällt es offensichtlich sehr schwer. Er hat vollen Ernstes geglaubt, die beste Methode der Welt, einen Spannlaken zu beziehen, erfunden zu haben. Was glaubt ihr, wie lange er gebraucht hat, bis ihm klar wurde, dass ihm ein Denkfehler unterlaufen ist? Wir haben mittlerweile jede Menge Freizeit und jeder von uns verbringt sie unterschiedlich. Die einen nehmen Malunterricht, die anderen lernen Fremdsprachen und die dritten ziehen sich TV-Serien rein und kochen etwas Leckeres. Aber wenn man all das satt hat, fängt man an, etwas Dummes zu machen. Wie etwa auf einer Matratze eine Treppe herunterzurutschen. Wir warnen euch, versucht das niemals nachzumachen, selbst wenn euch total langweilig wird und ihr einen Helm habt. Wie ein weiser britischer Schriftsteller einmal treffend sagte, Erfahrung ist der beste Lehrer, aber das Schulgeld ist hoch. Erst im Nachhinein, nachdem wir vom Schicksal bestraft wurden, wird uns klar, wie dumm wir manchmal waren. So lernen Kinder einen vorsichtigen Umgang mit dem Herd, nachdem sie sich ein paar Mal daran verbrannt haben. Und diese junge Frau weiß nun Bescheid, dass man eine frisch aufgetragene Straßenmarkierung mit der Hand nicht anfassen sollte. Wahrscheinlich wollte sie ihren Handabdruck hinterlassen und musste feststellen, dass die Farbe extrem klebrig ist.
Viele Lebenscoach und Psychologen empfehlen uns, keine einfachen Wege im Leben zu suchen, weil Schwierigkeiten unsere Willenskraft ertüchtigen und uns generell abhärten würden. Vermutlich meinen sie damit etwas Globales, aber bestimmt nicht das Aufknacken von Nüssen. Vielleicht wusste dieses Mädchen nicht, dass es ein spezielles zangenähnliches Gerät dafür gibt. Könnt ihr euch vorstellen, wie überrascht die junge Dame sein wird, wenn sie von dessen Existenz erfährt? Es ist vergleichbar mit einem Sprung aus der Steinzeit in die Eisenzeit. Es könnte natürlich sein, dass sie eine Art Meditation betreibt. Sie wirkt dabei nämlich ziemlich entspannt. Eines gleich vorweg, wenn man kein professioneller Wasserspringer ist, sollte man sich niemals auf einen 10 Meter großen Sprungturm wagen. Glaubt denjenigen aufs Wort, die schon mal da oben waren. Als Nicht-Profi müsstet ihr beschämt heruntersteigen, denn sobald ihr an den Rand tretet und in die Tiefe schauen würdet, würdet ihr sofort von Angst gepackt werden. Und selbst wenn ihr Sprungerfahrung habt, solltet ihr diesen Stunt trotzdem nicht nachmachen. Keine Ahnung, warum die Kerle ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen, aber den vielen Spritzern nachzuurteilen, war das Eintauchen alles andere als weich. Für den Sprung vergeben wir 0 Punkte. Wer ist eurer Meinung nach der größte Meister des Chaos? Der Joker, Harley Quinn oder Thanos? Das sind Babys im Vergleich zu diesen Jugendlichen, die sich bei einem Baumarktbesuch mit einem Plattformwagen die Langeweile vertrieben hatten. Hätten sie ein bisschen länger herumgealbert, wäre vom Laden außer dem Fundament wohl nichts mehr übrig geblieben. Solltet ihr also mal im Baumarkt etwas kaufen, das sich später als defekt herausstellt, wisst ihr nun Bescheid, wer daran schuld ist. Denjenigen von euch, denen allein beim Gedanken daran, irgendwo stecken zu bleiben, ohne sich bewegen zu können, übel wird, sollten diesen Clip überspringen. Und wir versuchen so lange zu erraten, wie die junge Frau es hinkriegt, ihren Kopf zwischen den beiden Kopfstützenstangen zu quetschen. Das ist ihr ganz sicher nicht beim ersten Versuch gelungen, sie hat sich bestimmt Mühe gegeben. Und manchmal wird eine dumme Situation dadurch verschlimmert, dass man etwas Elementares nicht weiß, was dabei helfen könnte, einen Ausweg daraus zu finden. Kann irgendjemand den beiden sagen, dass die Kopfstütze abnehmbar ist? Na endlich, nach gerade mal 10 panischen Attacken sind sie selber darauf gekommen. Wir bezweifeln, dass es eine Sekte gibt, deren Mitgliedern die Nutzung von Stühlen ablehnen würde. Die beiden Frauen müssen also mindestens einen Stuhl zu Hause gehabt haben. Aber wieso haben sie keinen genutzt, um an die Decke heranzukommen? Vermutlich war ihr Gedankengang folgender. Ein Stuhl ist dazu da, um darauf zu sitzen. Es gehört sich nicht, sich darauf zu stellen. Oder wollte das eine der Mädchen, warum auch immer, unbedingt auf dem Rücken des anderen stehen? Es gibt nun mal komische Menschen. Wenn es zutrifft, dann ist in diesem Fall nur eine Person als dumm zu bezeichnen. Nun ist es an der Zeit zu gucken, wie man mit Technik nicht umgehen sollte. Wie stark und gut mein Quad ist, muss sich der Mann gedacht haben. Es ist in der Tat ein tolles Gefährt, aber sein Besitzer hat so sehr daran geglaubt, dass seine Kraft grenzenlos wäre, dass er sich vornahm, mit dessen Hilfe etwas sehr Schweres zu schleppen. Was glaubt ihr übrigens, könnte es sein? Auf jeden Fall scheint er vergessen zu haben, dass sogar Achilles eine Schwachstelle hatte. Bei seinem Quad ist es das Lenkrad. Es war von vornherein eine dumme Idee, das Seil daran zu befestigen. Kennt ihr das? Man probiert zum ersten Mal einen neuen Trick und plötzlich klappt er. Und so etwas geht ein paar Mal so weiter. In solchen Momenten ist es wichtig, sich selbst rechtzeitig Stopp zu sagen. Wenn man es nicht tut, riskiert man in eine ähnliche peinliche Situation zu geraten wie dieser Mann hier. Schaut mal, wie geschickt er das Spiegelei hochwirft. Doch der Erfolg verdreht ihm anscheinend den Kopf. Er kam sich selbst vermutlich wie der Chefkoch eines Restaurants vor, das vom Guide Michelin ausgezeichnet wurde. Er wollte unbedingt, dass das Spiegelei einen Salto macht und als Folge landete es auf dem Boden. Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.